Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des RateMax Hyperion, einem Cube-Gehäuse, welches für etwa 60 Euro erhältlich ist. Wie immer möchte ich zuerst mit ein paar äußeren Impressionen starten, beginnend bei der Front des Gehäuses. Diese ist sehr schlicht gehalten und wird eigentlich nur durch den 5/4 Zoll Laufwerkschacht unterbrochen. Viele Gehäuse haben das ja mittlerweile gar nicht mehr, insofern nett, dass hier noch die Option vorhanden ist, auch wenn es die Optik natürlich ein bisschen durchbricht. Für alle, denen das Weiß gar nicht zusagt, die kann ich schon mal beruhigen, das Gehäuse ist auch noch mit einem schwarzen Grundton erhältlich. Im Bereich darüber bringt der blaue Zierstreifen einen kleinen farblichen Akzent in das sonst recht schlichte Gehäuse. Dieser umläuft das Gehäuse einmal und ist durchgängig ein bisschen nach innen eingesetzt. Wie ich finde, ein ganz schöner Kontrast bzw. ein schöner kleiner Akzent, sonst wäre es schon fast zu schlicht. Die mit horizontalen Streben durchzogene Oberseite setzt sich deutlich von der sonst recht schlichten Optik ab. Dort können auch Lüfter installiert werden, um genau zu sein, ein 200 mm Lüfter oder 220 oder 240 mm Lüfter, alternativ natürlich auch entsprechende Radiatoren. Das Frontpanel ist durchschnittlich ausgestattet mit einem USB 2.0, zwei USB 3.0, Kopfhörer, Mikrofon, ein Reset und natürlich einem Power-Taster. Hätte es vielleicht hier noch ein USB mehr sein können. Ich denke mal, die Ausstattung wird für die meisten aber ausreichend sein. Die Seitenwand verfügt über ein ziemlich großes Sichtfenster, welches einen großzügigen Blick auf das Innenleben gewährt. Hier auf dem Mainboard-Bereich, wir können schon erkennen, dass es sich hier um ein Zwei-Kammer-System handelt, dazu aber später mehr. Verarbeitungstechnisch habe ich an dem Gehäuse nichts auszusetzen, alles passt gut ineinander und die Spaltmaße stimmen. Nirgendwo sind die Abstände größer und mal kleiner, wie man es ja ab und zu auch leider in höheren Preisklassen noch hat. Für 60 Euro sehr anständig und eigentlich genau das, was man erwartet bzw. erwarten darf. Bis auf eine semi-scharfe Stelle, wo das I/O-Shield installiert wird, konnte ich auch keine scharfen Stellen im Gehäuse feststellen, wo man sich schneiden könnte. Werfen wir mal einen Blick auf die Rückseite, da hier das Zweikammernsystem besonders deutlich wird. Im rechten Bereich wird das Mainboard installiert, 5 Slotblenden, also ein Micro-ATX-Mainboard ist hier möglich. Darüber ist ein 120 mm Lüfter bereits vorinstalliert. In der anderen Kammer wird entsprechend das Netzteil installiert und sicher auch noch andere Sachen, die wir später natürlich noch sehen werden. Über dem 120 mm Lüfter sind noch zwei Durchführungen für externe Wasserkühlungen vorhanden. Wer so etwas betreiben möchte, wird hier also auch fündig. Mit der Positionierung des Netzteils ist es natürlich nötig, auch eine Einsaugstelle für die Luft zu schaffen, hier an der Seitenwand. Im Bereich darüber sehen wir schon, dass hier noch die Möglichkeit gegeben sein wird, Lüfter zu installieren, dazu aber später mehr. Grundsätzlich ist an der Seitenwand auch noch ein Luftfilter vorhanden, auf beiden Seiten. Dieser ist recht grobmaschig, aber denke ich mal ausreichend, um den meisten Staub abzufangen. Der ist ja an den Metallclip so reingeklippt, wenn man ihn ein bisschen zusammenstaucht, kann man ihn auch einfach entfernen und sauber machen, sollte das nötig sein. Ich denke mal, so viel wird darin aber nicht hängen bleiben, bis auf die gröbsten Flusen, und die sollte man ja problemlos abmachen können. Bevor wir einen Blick in das Innere des Gehäuses werfen, schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör an. Dieses besteht zum einen aus einer Anleitung, welche ganz gut verschiedene Einbaumöglichkeiten abbildet und das Ganze recht anschaulich zeigt. Eine Beschreibung vermisst man in großen Teilen, dennoch denke ich, dass mithilfe der Bilder auch ein Laie in der Lage sein sollte, seine Hardware in dem Gehäuse zu installieren. Nach meiner Erfahrung gestalten sich Gehäuse in der Regel auch recht selbsterklärend, auch für den Anfänger im PC-Bereich. Das weitere Zubehör ist der Preisklasse durchaus angemessen. Neben einem Speaker und ein paar Kabelbindern sind sämtliche Schrauben in einzelnen Tüten verpackt. Außerdem haben wir noch einen kleinen Adapter zum Festschrauben der Standoffs auf einen normalen Kreuzschraubenzieher. Ziemlich praktisch, denn gerade wenn man durch den Lack schrauben muss, kann es doch schon mal ziemlich hart werden und man kriegt das Ganze nicht mehr mit der Hand eingeschraubt. Wie ich finde, ein äußerst nützliches Utensil, was eigentlich jedem Zubehör beiliegen sollte. Machen wir weiter mit dem Inneren des Gehäuses. Hier sehen wir einmal die erste Kammer, wo das Mainboard installiert wird. Direkt fallen hier die vielen Lüftereinbaumöglichkeiten ins Auge. Unten können 220 mm Lüfter installiert werden, welche auch entkoppelt sind. Alternativ kann man hier auch 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll Laufwerke unterbringen. In der Front können auch noch 220 mm Lüfter oder ein 200 mm Lüfter untergebracht werden. In der Front leider keine Staubfilter vorhanden. Die unteren haben Staubfilter, weshalb ich das etwas unverständlich finde. Neben einer Aussparung für die CPU-Kühler-Backplate haben wir gummierte große Kabeldurchführungen, welche bei 60 Euro
Euro auch noch nicht selbstverständlich sind. Die Slotblenden sind luftdurchlässig und wie es sich gehört zum Schrauben ausgeführt. Immer noch mit einer kleinen Blende davor hier, wie ich finde, so ziemlich mit die optimale Lösung. Daumenschrauben hätte man hier vielleicht noch verwenden können, in der Regel nimmt man aber eh einen Schraubenzieher. Hier sehen wir nochmal alle vorinstallierten Lüfter. Wir haben den 120er hinten und zwei blau beleuchtete 120er oben am Gehäuse. Die Anschlusskabel sind hierbei ziemlich nett, beziehungsweise akzeptabel, sie sind nicht gesleeved, dafür in schwarz gehalten und lassen sich entweder mit einem Molex oder einem 3-Pin-Lüfteranschluss anschließen. Wie ich finde, eine gute Lösung. Positiv fallen mir die Frontpanel-Anschlusskabel auf, welche komplett in schwarz gehalten sind und auch mehr als ausreichend lang sind, um sie anständig im Gehäuse zu installieren. Gerade das HD-Audio-Kabel scheint bei vielen Gehäusen zu kurz zu sein, das ist hier absolut nicht der Fall, was ich sehr begrüßen kann. Die Hauptkammer, also gut dafür geeignet, die Hauptkomponenten zur Schau zu stellen, aber schauen wir uns doch mal die hintere an. Hier sehen wir, wo das Netzteil installiert wird, 4 Entkoppler sind vorhanden, eine schöne Sache, wenn auch in dieser Preisklasse eigentlich schon selbstverständlich. Daneben haben wir noch einen HDD-Schacht. Das ist auch der einzige Schacht im Gehäuse, sonst können hinten auch noch HDDs verschraubt werden. Insgesamt bietet das Gehäuse recht viel Einbauplatz, 5 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll HDDs und noch zwei 2,5 Zöller. An der hier verlaufenden Schiene lassen sich entweder Lüfter, Radiatoren oder Festplatten befestigen. Auch wenn sie für Radiatoren prädestiniert ist und dort besonders viel Platz für auch dickere Radiatoren bietet, mit den 4 Schrauben lässt sie sich problemlos entfernen und bietet so etwas mehr Platz für das Kabelmanagement. Außerdem kommen wir so leichter an den Festplattenschacht. Dort können entweder zwei 3,5 Zoll oder eben 2,5 Zoll Laufwerke installiert werden, wie bereits gesagt. 3,5 Zoll Laufwerke können einfach reingeklipst werden mit diesen kleinen Noppen an den Seiten. 2,5 Zoll Laufwerke müssen ganz klassisch reingeschraubt werden. Der Schlitten selbst aus Plastik und ausreichend stabil für das, was er ist. Metallschlitten wäre natürlich schön gewesen, aber in der Preisklasse von 60 Euro wäre das schon wirklich ungewöhnlich. Da ich denke, dass man ein Gehäuse erst richtig bewerten kann, wenn man mal einen PC darin gebaut hat, werde ich genau das im nächsten Schritt machen und mein Testsystem verbauen. Wir sehen uns dann gleich nach einem kurzen Cut wieder, wenn der PC soweit installiert ist. Bis gleich! Wie man durch das Sichtfenster schon deutlich erkennen kann, ist das Testsystem mittlerweile verbaut und wie ich finde, sieht es recht ordentlich aus. Vorweg, das Gehäuse war zum Bauen ein absoluter Traum, gerade in Bezug auf Kabelmanagement, denn durch die zweiteilige Bauweise haben wir hinten mehr Platz als in jedem Big Tower und können ungenutzte Kabel wirklich problemlos verstauen, ohne dass es irgendwie auffällt. Dabei sind die Kabeldurchführungen wirklich an sinnvollen Stellen platziert und durch den oberen Bereich lässt sich auch das unliebsame CPU-Stromkabel problemlos verlegen, ohne dass man es irgendwie von hinten durch ein ganz kleines Loch durchfriemeln müsste, was dann in manchen Fällen sogar nur geht, wenn das Mainboard noch nicht installiert ist. Da ärgert man sich teilweise doch ein bisschen rum. Im unteren Bereich ist noch eine kleinere Durchführung vorhanden für die Frontanschlusskabel oder auch SATA-Kabel, je nachdem wie das Boardlayout ist. Diese könnte ruhig 1 cm größer sein, aber es ist schon mal super, dass die vorhanden ist und ich habe alle Kabel gut durchbekommen, sodass ich sie nicht durch einen der großen verlegen musste. Der Platz für CPU-Kühler und Grafikkarten ist reichhaltig, bis 16,5 cm bei den CPU-Kühlern, was eigentlich alle gängigen Modelle abdeckt, sowie 32,5 cm Länge bei den Grafikkarten, womit man eigentlich auch mit keiner auf dem Markt erhältlichen aktuellen Grafikkarte, bis vielleicht ein paar Ausnahmen, Probleme bekommen sollte. Dabei haben wir noch eine Menge Platz für Radiatoren im Gehäuse. Neben der Schiene im hinteren Bereich kann vorne gut ein Radiator installiert werden, aber auch oben ist eine Menge Platz, um noch einen Radiator zu installieren, sodass man hier auch nicht am Mainboard anstößt, an irgendwelche Kühlkonstruktionen vom Mainboard, wie es ja bei vielen Gehäusen der Fall ist. Insofern das Belüftungskonzept hier wirklich ausgereift. Wenn man da oben Lüfter lässt oder einen Radiator installiert, kann man natürlich kein 5/4 Zoll Laufwerk nutzen, das ein kleiner Nachteil. Und im vorderen Bereich sollte die Grafikkarte nicht zu lang sein, wenn der Radiator etwas dicker wird. Von Push-Pull-Konfigurationen würde ich in der Regel aber absehen, dafür ist der Platz dann doch etwas knapp, aber Push-Pull machen ja eh die wenigsten, da die Temperaturunterschiede meist eher messbar sind und im Alltag wenig Vorteil bringen. Aber auch mit installierten Radiator oder Lüfter im hinteren Bereich haben wir eine Menge Platz, um auch dickere Kabel übereinander verlegen zu können oder problemlos einen Tapir im hinteren Bereich zu verstauen. Insofern wirklich positiv, was das Gehäuse hier an Platz bietet.
Wenn man im unteren Bereich Lüfter installiert, kann die Grafikkarte auch direkt angeboostet werden. Dadurch hat man natürlich eine bessere Belüftung, als es in den meisten Towern der Fall wäre. Gerade dadurch, dass die Distanz relativ gering ist, wird die Grafikkarte direkt angeströmt. Bei Axiallüftern natürlich noch ein bisschen effektiver als bei Radialkühlern. Dennoch werden beide Grafikkartenkühlertypen davon profitieren. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt denke ich, dass das RateMax Hyperion wirklich ein sehr gutes Gehäuse ist, was gerade im Bereich Platz und Kühlung andere Gehäuse, welche deutlich größer sind, ausstechen kann. Gerade im Bereich Kabelmanagement mit gummierten Durchführungen und richtig Platz durch das Zwei-Kammer-System ist es oftmals leichter, hier Kabel zu verlegen als in manchem Big Tower. Negativpunkte wären die fehlenden Staubfilter in der Front sowie die nicht vorhandene Entkopplung bei den Festplattenschlitten. Hier hätte man wirklich noch ein paar Gummientkoppler beilegen oder vorinstallieren können. Wer also auf der Suche nach einem relativ schlichten MATX Cube ist, in den einiges an Hardware untergebracht werden kann, welche auch gut Kühlung bekommt, der macht mit dem RateMax Hyperion sicher nichts falsch, sei es nun in Weiß oder in Schwarz. 60 € scheint mir als Preis auch mehr als fair und ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen weniger erwartet. Insgesamt erhält das RateMax Hyperion deshalb von mir den Mr. Apfel Gold Award. Von meiner Seite aus soll es das mit dem Review auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like oder ein Abo natürlich sehr freuen. Fragen, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare. Sagt mir doch eure Meinung zu dem Gehäuse. Vielen Dank auch an RateMax für die Bereitstellung ihres Gehäuses für diesen Test. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf meinem Kanal wieder, sei es bei einem weiteren Review, einer PC-Zusammenstellung oder einem Bauprojekt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.